Weit wollend anloden von Sat von Klausen, wird genannt wird, dort Befriede Läwen Fresch Oppwakjen. Das ist über die Jahre aller Tückgestalt von John Regier in Colorado Springs. Und heute haben wir uns Freiheit gegeben und wird über Saaten von Englischen zum Plotty. Den Redner ist Rudi Niefel. Du und Krieg, starb bei Fern, dein Besinn, den wird nicht sein. Das ist die Weine, weil ich dir eine Geschichte vertelle zum Anfang. Und ich glaube, dass ihr das gut taubfoto, wenn wir eine Geschichte haben, dann mitgehen, das mit Wort, wie wir alle von euch holen. Von der, wo die Thema ist von Mesbruck überkommen. Oder Aewastonen. Das ist körperliche Mesbruck, gefeile Mesbruck, jesliche Mesbruck und sexuelle Mesbruck. Weil ich wieder nennen, weil ich von dir ein klein bisschen eine Geschichte vertellen war von einem Jahr. Und wo die meist alle von diesen Dingen erlebt in ihr Leben. Das Jahr handelt sich von einer wahren Geschichte. Das Jahr heute Sherry. Das Jahr war ab und heim mit 8 Kinder. Und als er 11 Jahre alt war, er Papa jäuf never wat Ramme von der Tschuik, er Mama wie ein Katholik. Und als er 11 Jahre alt war, fing er Mama an Utschaufen, sie muss die jüngste Geschwister alle sich am Kämmer, danach die Hausarbeit tun und danach bitte besorgen. Sie wird sehr viel abgeleicht, sehr jung. Dann als er 13 Jahre alt war, dann passiert, wo er vorher nicht mehr Tag leid in der sexuellen Weih. So die fing er an zu Mesbrücken in der Hinsicht, und da passiert mehrmals. Dann ein Tag, wenn ihre Mama nun eine katholische Kirche ging, sie ging einem Priester am Halb. Und sie vertellte dem Priester, wo du so ging. Dann sagte der Priester, hier sind zwei Wege, wo du kannst mir tun. Was da habe, deine Papa soll eingestappt worden? Wenn nicht, dann gehen Hüs, sie stellen und reden nicht mehr davon. Dann die dort stand, dann wird ihre Mama dort an. Und sie dachte, ihre Mama würde was mir tun. Und die dachte auch nicht mehr. Wenn sie hat Angst vor dem Mann, wenn sie einen sehr dollen Mann, sehr ruchloser, so die dachte auch nicht mehr. So sie war es wieder ab. Und ja, diesen Mesbruck. Als sie 14 Jahre alt war, ein Jahr später von ungefähr, wenn man das angefangen hat, wurde sie sehr nervös. Sie fing sehr nervös zu werden. Und dann fing sie an ihre Nerven an zu gerieben, und ja, das Leben, wo sie leben wird. Sie ging nicht nur in die Hochschule, und sie wird sie lernen, aber sie hat viele Troubles, was sie nicht mehr trägt. Sie hat Trouble mit Essen. Sie hat nicht viel Hunger, sie hat viel Angst. Sie trägt viel Schuldgefühl mit. Er hat wie sehr verwundet worden. Und schließlich sie kann man durch den Kampf mit Selbstmordgedanken. Das wären alle Dinge, die sie mitdrehen, von 14 Jahren alt. Dann kam das so weit, wo er andere sechs alle Tüs verleute. Die waren auch alle krank, so Mesbruck von Erfurt, so sei wie, aber die hatten die Nerven zum Verloten und die verleute bloß. Sie wollen auch verloten, sie haben auch die Plante verloten. Was Erfurt hat antwortet, dann drehte er mit so einer Hunsch, was wird passieren, wenn sie verloten wird. So sei, bleibt Tüs. Schließlich der Chamber du, alle die Schwester war ich wie von Thuis, sei allein wie nachher mit Thuis. Ich mal 19 Jahre Lothar, kommen sie von den Mesbruck rüt, wo sie nun für 19 Jahre gelebt hat. Von 13, was war immer ein paar nicht alte Jahre. Sie wie nachher mit Thuis, nicht befriedigt. Aber in den Zwischentid passiert noch was. In den Zwischentid, als sie ungefähr 20 Jahre alt wird, dann fangen sie in jung. Sie verleibt sich an denen, sie dachte, wird alle anders geworden. Aber was passiert, ist, wir Krieg angedreht. Das Junge, der nämlich, was er vorher angedreht hat, und sie wird schwanger. Dann, wie sie 6 Monate schwanger, dann passiert, wo ihr Papa eine Nacht in ihre Stunde entgegen, ihre Erfurter, und der Verkehler so sehr, mit der Idee, dass das Kind wird, dass das nicht wird geboren wurde. So, sie leben dann mal all dort. Und es ist 19 Jahre, wo er gelebt hat, schließlich, sie kommen ungefähr. Dann sagt er nur, die Geschichte, nur 25 Jahre Luther, dann kam eine Freundin, die sie heute chantet, die sie über die Jahre hat chantet gelernt. Und die rede ja an, fand wie ein Seilsorger, die würde ja halbe chantet mit allem, was sein Leben belebt hat. So sei fuhr da an, und der Seilsorger fängt an mit sei, bloß allein Gott, seine Vergebung zu verstehen, kann die freimachen und die helfen. So sei fuhr an alle ihre Dinge mitzuteilen. Und sie fängt auch an, sozusagen Duld zu schreiben. Und sie sich alles verteilt hat, in ihre Betternis, was sie hat abgebüht, über ihr Vater, ihre Mom, ihre Sester, und den Jungen, was sie dahin gewesen gehört hat. Also dadurch alle anfängt zu sein, wie verbettert sie geworden wie, durch die Schule, was ihr wie angeboren wurde, dann bekannt sie alle ihre Betternis, sie legt Jesus alle ihre Betternis vergeben, und sie brachte ihr Hort und Jesus und legt Jesus alle ihre Wunde heilen. Und dann erfuhr sie Fried, was sie noch niemals
in ihr Leben hat. Sie wird frei von all ihrer Sünde, sie wird frei von all ihrer Weihefeil. Und da passiert, wo sie so frei wird und so freilich wird, da kommt ein Tag, wo sie sich noch befreien wird. Was sie dachte, was never would passieren. Das wird passiert. Da kommen wir, wenn Mesbruck Aewastonen wird. Ich sehe in Jesus so uns, wir kennen nicht viel, was uns angedonen wird. Viermal wurden sie ja angedonen, wo wir bis nicht ran können, oder da passiert bloß. Das sind Umstände in unserem Leben, oder Verhältnisse, wo wir mit Menschen haben angegangen. So, diese Mial, der hat sehr viel Gefeile in Mesbruck mit ihm nehmen. Der hat sehr viel Jäsle in Mesbruck, wenn sie jeden Priester und der halb ja nicht. Sie hat sehr viel sexueller Mesbruck von ihr Vater mit. Und sie hat auch körperlich von ihr Vater verschleiert gekriegt. So, sie hat all das, wo wir von ihr reden, wir haben sie alle mit. Für mehrere Jahre in ihr Leben. Aber diese Person kann frei werden. Bloß der Jesus Christus. Und so will ich Ihnen von dir um Mut geben. Wo immer Ihnen Hintergrund ist, wo immer Ihr alle durch sind, Jesus hat eine Lösung für Ihnen. Der kann Ihnen alles vergeben, der kann Ihnen auch frei merken und Ihnen losmerken von dort alle. Wenn wir denken an, was Matthäus Kapitel 11, Vers 28 sagt, das ist der ganz wichtigste Tag, wo er redet. So sagt er für dich, von wo, von Bedrängung. Nach für ihr Pflicht loszukommen. Kriegst du diese Verübung? Dort sagt du das dort, kommt alle noch mit, da ihr in ja schwere Lasten gehen, bedrängt und meid sind. Ich will ihn frei merken. Dort sagt ihr drei Dinge, da ihr in ja schwere Lasten gehen, da ihr bedrängt sind und meid sind. Und das sind korrekte Dinge, die in unserem Leben passieren, und in unserem Dinge, die angetan. Wir kommen in ja schwere Lasten, wir waren bedrängt, nach für ihr Pflicht, oder nach für Trouble, und wir waren meid in ja. Und schließlich, wir kommen bei dir, wie gleich du als China war, wo wir durch keine Ritt kommen, in dort leben, wo wir beide sind. Und doch hat Jesus, als er am Tritt starb, für all dort betont. Nur da kommen sie wieder in unser Leben, wo wir Halb brücken für dort. Wo wir Halb brücken, wo Menschen uns halb verstehen. Wo ist uns geworden? Wo haben uns solche Formen, so dass ich in einen Ohren hier sein darf? Und warum Jesus zu bringen? Diese Geschichte, die ich Ihnen von dir vertelle, ist wunderbar. Dort schaut, was diese Mial aller Welt. Aber das ist so wunderbar, was Jesus mit dir tut. Du sagst, wie Jesus seine Gnade, Jesus seine Leben, Jesus seine Vergebung, und das ist never to Lord. Und dann, wo bleibt die Wunde gehen, und dann, wo viel Sünde du in unserem Leben sind. Jesus ist für das alle gestorben. Mit diesem Gedanken, weil wir von dir diese Dinge beobachten, wie ich, weil wir die Bibelfahrer beobachten, wenn wir reden von Mesbruck, Aewastonen, körperlicher Mesbruck, gefeiler Mesbruck, jässlicher Mesbruck, sexueller Mesbruck, wo wir sein wollen, das ist schlecht, alle wir. Dann kommen wir bei der Frage auf, warum Gott proben zu lassen? Warum lässt Gott das zu? Manchmal tust du eigentlich verstehe Gott nicht, Jolf. Aber ein Ding weiß ich, dass wenn wir Gott vertrauen, und der andere Ding weiß ich, dass Gott das niemals wird erreicht. So, wenn Gott Dinge an uns Leben zu lassen, dann hat nicht zu tun, dass Gott schlecht ist. Das hat zu tun, dass diese Welt ist mit Sinn verdorben. Und der sinnliche Mensch, der wird bloß immer nur Sinn gehen. Und du hast noch die weise Macht, die in dieser Welt herrscht, der so tun. Aber was immer passiert, der, das sagt uns in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6, 7. Du wehen sind die Frau, wenn die hier auch noch ein Stoutje durch Leiden gehen möchten. Diese Frauen kommen über Jünd, um zu seinen, wo acht und wo stark Jünd Glaube ist, so als Gold durch den Vier geschickt wird, dort zu reinigen und zu seinen, wo acht dort ist. Jün Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold. So wird Jün Glauben, wenn du die Probe steht, Jün viel Herrlichkeit geben und die Worten, die Erd in die Luft worden, wenn Jesus Christus kommen wird. Hast du nicht gedacht, Trost auf mich? Wo immer wir alle durchkommen in unserem Leben, der Tag kommt. Wenn wir vertrauen, dass Gott wird mich hier helfen, ich weiß nicht wo, aber ich vertraue, dass Gott ist reich. Ich vertraue, dass Gott wird mich helfen. Das ist, was Psalm David immer sagt. Dann kommt der Tag, wo dort sagt, wie wurde geirrt worden, geluft worden von Jesus Christus. Und was wird scheinbar gehen in unser Leben, an der Tag kam, wo uns Herr, was sagt uns, in uns Lobe und Preise. Für dort, wo wir sind in Glaube dahergehen, und dort man abfragen, noch sehr schweigen. Und wie viel Wunder mehr drehen dort. Da wo wir uns zu proben verholen. Das gewöhnlichste ist unser gewöhnlicher, wenn das war Herz, wo wir uns verholen dort zu proben. Dort ist euer duldig. Oh, wie lange noch? Wir haben jetzt die Geschichte von Josef, wie Jahre, was er von Donnersdien verkauft wird, was er das Feuer heißt in Ägypten wie, in Kraft. Dann die dort noch ein Stolperei seine Bräuter sah. Dann die dort noch ein Stolperei seine Vater sah. So dort jeden Stolperei, euer Duldig, wir waren leicht euer Duldig. Dort andere, wo wir seine Verdrisslichen dort. Wir waren leicht verdrisslich. Dort nächste Wort ist, wo er mag. Das ist die Frau immer, nicht? Wo er mag. Was hat er getan, Herr?
Waarom raakt het dat? Waarom heb ik dit al beleefd? Dit is de miaal waar je van reden dat dit is de Sherry. Die had kon je zeggen, waarom mij? In die halfleg ook vaak in haar leven je zeggen, waarom mij? Ik kon het ook niet helemaal verstaan, maar één ding weet ik. God heeft weinig rood. En God wil den mensen daar helpen. Dan komen we bij grimzooien. Oh, we hebben zoveel te grimzooien. Wann dat schweigen. Dan komen we schließlich bij toe, wo we nach jenen aankomen. We kennen dat bloos niet begrepen, dat immer alles aan. Ze worden zo zei jenen aan, dat onze familie lid te doen. Als het de man wordt zo jenen aan, als de vrouw lid te doen. De kinderlieder doen. Als het de vrouw wordt jenen aan, als de man moet doen. De kinderlieder doen. En dat jet was immer aan en aan. En hier wil God wat daar schoven met ons. De andere wat we nog zijn doen is betternis. Want je hebt nog better. Dat is waar we eerst van reden deden. Wat betternis alles doen kan. Zo toen je nog schijnt is, wanneer die mee kan in betternis nemen krijgen. Hebreer kapitel 12 vers 15. De loos we eerst dat wat een better word al deed. Dat deed veel schoen aan rijden. Dat deed andere schoen aan. Dat deed God zijn genoeg verzien. God kan niet daar aan schaffen. Zo we zijn van wie ons, dus je weinig wie ons verhouden doen, te betternis, of te problemen, of te proeven. Als in onze zittelijke natuur is een weiger of twee weken van deze. Vielleicht ook al die. Biblische leren over proeven. Wat zegt de Bijbel daarover? Proeven zijn allen bekend. 1 Korinther 10 vers 13 zegt, maar nu hebben jullie nog maar menschliche bekende verzekeringen getroffen. Dat is wat van hem waar. Zo kan ik geloof ik hier als kan, wat hier van de Aewastonen zegt, kan zeggen, ik kan nog niemand een aanvechting gehad of een proef bij je was. Die komen. We zijn bekend met die. En die worden verschieden komen van ons. En daarna wil God ons helpen met. De nächste proeven zijn maar voor een stootje, hebben we allemaal al gedacht. En wanneer we nog worden verjordet bij zijn, dan is dat nog niet voor eeuwig. Nu dat nu is dat nog maar een stootje. Eerste Petrus 1 vers 6 zei, een stootje der geleden gaan maten. Dat is part van een vers. Want hier ook een stootje der geleden gaan maten. Wat ik dacht, ja, maar we worden vrij zijn. Zo dan kan we maar troost verder wat gaan en dan wat we in ons hingegrond hebben. En dan wat hier ons geworden is en wat we daar zijn, wat ons is aangedoen worden. We kunnen maar eenmaal verder wat kijken zoals Paulus zei. Ik verjeerd wat hing aan mij leeg en ik kijk verder wat hem zijn wat God nog voor mij heeft. En zo zullen we in ons bevriedigd leven zijn, in ons eigen leven. Wat allemaal door kampen te zijn, wat allemaal door strohlen daar. We hebben nu God gaan en vrouwen. Ik wil je dan met een helpen met dat te verstaan en door hand te komen. En door dat in je bed te nemen. Wenn's jeder einer hat seine eine Geschichte, dann habe ich Proben sind von zu lehren, nicht zu verkosen. Das ist ein feiner Wortplattisch, nicht? Proben sind um uns lehren. Aber wenn wir nichts von lehren, es ist alles zu nichts. Paulus sagt, auf einer Stätte geladen, es ist dann alles für nichts, was ich zu jemandem gelehrt habe. Dort ist, wenn du wirklich nichts dahin hast, sag ich dann. Und wenn du so jetzt in unsere persönlichen Dinge, wo wir durchgehen, und wir sind ein bisschen glücklich, und wir lehren nichts von, es ist das alles verkost. Gott will haben, wir sollen was lehren. Und für sich hat der Sinn, was in dieser Welt ist, nun der sinnliche Natur kommt da nicht. Die Ursachen von Proben, Jakobus Kapitel 1, 2, 3, 5, der Druck von Proben durch Glauben, das wo Glauben kommt. Wenn die Proben kommen, das wo Glauben kommt. Der Druck von Proben wird ab der Geduld, das wo Geduld kommt, das wollen wir nicht verzehrt worden werden. Du kommt Geduld. Der Druck von Proben merkt einem Wasen, hat du mal gedacht. Wenn je drie keer denkt, die dingen wat je denkt in je leven, hoe dat je het dalste jesselig was. Doe we alles schijn jink en glad jink en schijne troubles. En doe we dat schwaar jink en je wonder wat wat er passeert en je weer op je knieën en je beden en je weer in je beden. Want je schoffen dat je weer in je beden, want je in doelheid dat je. Wens je weer zo in je beden voor de Heer, je wil zijn, wat wat het schoffen, dat je deze proef te komen. En wanneer je dus daar bent, dan ga je wonderbaar je wassen. Dat is waarom die komen voor een paar. De druk van proeven brengt wijsheid. Dat is waar we ontvangen jesselijke wijsheid te zonden. We kunnen een duidelijk verstandes hebben over de Bijbel. Maar wijsheid komt nou eerst maar waar we dus werkelijk graag leren aanwenden in deze dingen die gewoon doen. Krijg ze schachter, we kennen al dat weten. Een man zei ons dit te mij, hij was een perfecte voorraad geweest, maar hij had dingen gehad. Zo jij dan zei vlees alle. We weten alle graag wat dingen maar opgebracht. Waar we bevriend zijn en dingen hebben. Dan gaan we te wonderen, wat wordt het schaffen. We kunnen een duidelijk verstandes hebben over dingen. Maar wijsheid is ganz wat anders. We kunnen een duidelijk verstandes hebben over biblische zaken. Waar we aan proeven komen, dat leert ons wijsheid. Dan vangen we de onnen te checken, dan vangen we wijze entschiedenheden te merken, dan vangen we wijze onderlijden dingen. Dan vangen we maar eenmaal ganz anders aan te voeren, als wanneer we bloos een duidelijk verstandes hebben over wat. Zodat we de oorzaken voor proeven zijn, om deze dingen aan het verreweg brengen. We kunnen proeven met vrede aangenomen worden. Je schaft dat niet, dat we kunnen proeven met vrede of vrede aannemen. Dat is een andere vraag. Wie vertrouwen God zijn God op loon? Dit is een miaal waar ik van reden dat. Dit is al dit derg.
And they were probably for your hand, and you was what you're on. What well got man me. Ich dachte, ihr schreit nicht ganz vertalen, wenn sie mal die Karte holen und bloß die Hauptgedanke nehmen. Aber das sagt aber, wenn ihr steht, Bern, sie hier eben ab mit Beden. Sie sind nur katholische Zweiken, sie beten, sie ihr Lied, wir beschließen sie hier ab, die halb denen wir alle nicht. Wir kommen vielleicht auch bei uns zu leben durch. Halb denen wir alle nicht, so wir alles abgeben. Wir vertrauen Gott in seinen Götterplan. In seinen Plan, wo er vertraut, dann haben wir Gott. David sei so fähig, und wenn er in großer Not wird, wie es in Psalm 102, Psalm 142, wo er in großer Not ist, nicht schreit nur Gott. Der Engel falsch, sagt ihm erst einmal, was ist das? Sagt er, Herr Gott, ich vertraue, dass du setzt auf den Traum. Nächstes Mal sagt er, Herr Gott, ich werde dich vertrauen. So ein Ding hat David gelernt. Dann wurde er in sein Leben, er wurde immer Gott am Traum geloten. Andere Wirt, da regiert alles und er wird den vertrauen. Und das ist, was Gott von dir in mir hat. Und wenn wir dort schon lernen, euch, dann kommen wir weit fair weit. Wir lernen für dort, euch wir hier nachdenken. Wir lernen dort, es wird besser zu kommen. Und dort haben wir euch wir zu tun. Wir wollten, dass der Heilige Geist uns helfen wird. Noch einmal 8, Vers 26. Der sagt, er betet für uns mit so einer Feile, wo wir nicht mal Wert für haben. Wir fragen jetzt uns in schweren Tiden so schwer, dass wir nicht mal, wo wir beten sollen. Wir wollen nicht mal, wo wir Wert wir brücken sollen. Und der Heilige Geist ist da, für wahre geborene Menschen, als der da und der halte, dort der schaffen. Wir wollten, dass Proben gute Frucht trägt. Proben trägt gute Frucht. Nur hier ab Kapitel 23, Vers 10. So wir sehen dort, wo können Proben mit Fried angenommen worden. Du bist ein Teilbänner. Wo wir können Proben da gehen, die mit Fried angenommen worden. Feuersorten von Mesbruck. Nun wollte ich ein kleines Teilbänner gehen, wo wir erst von reden gehen. Ich wollte ein kleines Beobachter, wo können wir Proben da gehen. Nun wollen wir denken an Feuersorten von Mesbruck Sache. Du hast die Feile Mesbruck. Was ist alles die Feile Mesbruck? Ich wollte lange nicht alle können erwähnen, aber kompensieren, wenn einer kontrolliert, der ohne dass er den eigenen Partner seine Bedürfnis versteht. Nun, ihr wisst nicht, was passiert. Eine unjadone Person und eine kontrollierende Person wollen sich befreien. Da passiert auch nochmal, dass zwei kontrollierende Personen sich befreien. Da passiert auch nochmal, dass zwei unjadone Personen sich befreien. Das ist deren Persönlichkeit. So, wenn eine kontrollierende Person eine unjadone Person befreit, dann will man das voll sagen, dass der Mann wird kontrolliert. Der wird vielleicht nicht die Neidigkeit und Bedürfnisse für seine Frau sein. Der hat das so in Gedanken bloß kontrollieren. Bloß fair sein, bloß fair weggehen. Ein kurzes Beispiel ist, wenn dein Bett wegfahren dann, und man sagt, ich fahre eins von einer Stadt und der Champ hat mehr hätte. Glaube ich, wenn es in Wälder wurde, wo die mehr hätte war. Ich will nicht nur den Mann sehen. Der wird sagen, hier fahre ich an und das berät und du wirst nicht wieder von dir reden. Der unjadone Person, die nicht das voll die Früh ist, du wird sagen, okay, dann wollen wir das tun. Nun, wenn wir das umdrehen, die Frau ist die, die die Kontrollierungspersönlichkeit haben, die Mann ist die Unjadon. Da wird das gewöhnlich durchgehen, wo die Frau will. Wenn die Mann sagt, wird nicht unbedingt will, aber das ist okay. Das ist die zwei Persönlichkeiten schaffen. Und die sind beide nicht anrecht. Die kommen beide von Gott, wenn sie haben die von der Geburt an die Träger, einer oder der andere. Dann sind da noch mehr. Dann, wenn zwei kontrollierende Personen sich befreien, dann wird auch passiert. Dann wird das eine halbe Stunde in Erholung geben, die werden zu mehr erfahren. Wenn es der eine will durchhaben und der andere will dorthaben, dann werden sie nicht einig. Ich sage nicht, dass der Name war, aber das kann. Wenn die zwei unjadone Personen sich befreien, wird der nicht weiter, wo sie alle Hand fahren, aber weil dem Ohren zufrieden stellen, dann werden eine halbe Stunde dabei, dass sie einig sind, wo sie alle Hand fahren. Wenn es der Mann sagt, wo willst du hin? Die Frau sagt, na, wo willst du was? No, wo du was? Das ist dort, ja. Wenn zwei kontrollieren, na, ich will durchhaben, ich will durchhaben. Du, wie wir lassen, bevor wir hier haben. Das braucht nicht so sein, ne? Aber wir sollen dort reinkommen. Und wenn wir uns selbst kennenlernen, wenn wir das schaffen, dann können wir uns eure Partner viel besser verstehen. Und wir brauchen uns nicht streiten, über wo zu mehr fahren. Wenn zwei unjadone Personen sich befreit haben, die dürfen nicht lang wundern, wo sie hinfahren. Das ist, wie wichtig das ist, mit all den Dingen, die wir in der Vergangenheit gekriegt haben. Wenn du die Feile Mesbruck hast, dort ist, wo zwei Personen beide eine gute Persönlichkeit haben, aber sich nicht verstehen dürfen. Und du darfst viel Mesbruck kommt. Das kann auch sein, wo je viele Mesbruck ist, wo Menschen wurden aufgerannt. Wo Menschen wurden schlechter von dir reden. Wenn die Eltern abwassen, die reden immer schlechter, viel schlechter von ihren Kindern. Die Kinder wassen ab. Und die wurden sich, je viele Mesbruck, weil wir sind nicht wert. Wenn die Frauen haben von diesen Klausen, dann können die uns über WhatsApp anrufen. Plus 591
770-60-101. Gottes Rücken Segen mit dir. Mein Fritz, komm up, nur Jesus, ein Amtien ist in den Wald. Du und Kriegs betont, hei alle Schuld für dich. Geb den Hort, wie Gott, nur Jesus, hei wir leben, jaft hei dich. Denk dort laut von Jesus Christus, bist du frie.